Lass mich los, du blöder Sack! Hey Mann, wir kennen das doch, hey? Okay, ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Thank you.
Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Da. Der Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und, bringst du die auch schon wieder um? Das heißt dann wohl ja. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Dann mal los. Das sieht gut aus. Hm.
Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Ich pfeife! Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich lese das später. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Ich treff dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wo bist du denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Glückspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Komm schon, Mann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Oh, Scheiße! Los, ausschwärmen! Verdammt! Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldat. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen.
Gebt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Oh ja, da hast du mitgemacht. Hab davon gehört. Sie hatte echt verdammt viel Energie. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erledigen. Und 5 Stunden, um sie zu erledigen. Mann, manchmal muss man sich selbst verdienen. Ja, vielleicht. Wir wollten gerade aufgeben, als sie angefangen hat zu schießen. Endlich. Sie hätte entkommen können. 2 haben sie befestigt. Ich habe mein Gewehr geschnappt und sie ins Visier gemacht. Das war's. Mist. Du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Nein, niemals. Die gehören zu uns im Schlaf. Wo bist du, Mistkerl? Ach
suche hier. Verteile. Oh, na dann mach einen Scheiß! Hinter dir! Wo ist dieser Typ, verdammt? Schon was gefunden? Oh, verdammt! Auch in Deckung! Ich gehe ran! Da ist er! Ach du Scheiße! Thank you.
Links! Wo bist du, Mistkerl? Wo ist der Typ? Verdammt! Schauen wir hier drüben nach. Schau dich da drüben um.
gut aufgepasst. Suchen wir hier drüben. Los, schau unten nach. Oh, verdammt! War verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Du liest also gern, hm? Wenn ich nicht vorhanden an die Zeit weglaufe? Ja, dann lese ich gern. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Geh nie tief ins Wasser. Da tief. Kapierst du den? Natürlich nicht. Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. Okay, den kannte ich noch gar nicht. Okay, ausgewitzelt. Und jetzt?
Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Mal sehen, wo sie hinführt. Pass gut auf, wenn du sprengst. Nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran, glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Das Mädchen ist so dürr. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Wie bescheuert. Hoffentlich gibt's hier was Brauchbares. Den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Thank you.
15 Grad. Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Oh, langsam. Keine Angst, du fällst schon nicht runter. Leg das Brett so hin wie die. Das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und was hast du bestellt? Nur Kaffee.